Das ist Q&A zur REC-Reportage Freeriden, tödliches Risiko für den ultimativen Adrenalinkick. Mir zugeschaltet ist der Sam Antematte, unser Hauptprotagonist. Die Reportage ist fleissig geschaut worden und kommentiert worden. Der Just a Nerd 8320 schreibt zum Beispiel, wo ich draufgeklickt habe, habe ich gedacht, kranke Siechen. Aber je länger ich geschaut habe, habe ich gedacht, doch noch irgendwie vernünftige Posten. Merci für den Einblick in die fremde Welt. Feedbacks wie das von Just a Nerd freut uns natürlich besonders, wenn es irgendwie gelungen ist, unsere Passion zu transportieren und auch aufzuzeigen, dass wir nicht einfach völlig kopflos uns irgendwie die Hänge abstürzen. Es sind aber auch gute Fragen und Anmerkungen reingekommen, die wir jetzt probieren, mit der Hilfe von Sam zu beantworten. Der Philipp Salatay schreibt zum Beispiel: Super Reportage, meine Frage betrifft den Massentourismus. Es sind immer mehr Leute off-piste unterwegs. Steigt durch das Risiko aufgrund von beispielsweise fehlender Ausbildung? Wie steht ihr zu diesem Thema? Braucht es vielleicht irgendeine eine Beschränkung am Berg? Ja, merci für die Frage. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Also immer mehr Leute, könnte man eigentlich meinen, wir haben immer mehr Unfälle. Das ist zum Glück nicht so. Also wenn ich auf die Welt bekomme, haben wir 31 Lawinentote gehabt. Momentan 2019 sind es nur 21. Es sind immer noch zu viele Leute, die sterben. Aber wir haben sicher einen Trendsport, wo da ist. Aber wo gleich trotzdem, dass es immer mehr Leute gibt, weniger Unfälle hat. Und das ist sicher eine gute Entwicklung. Also was wir jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel haben, wir haben 126 Unfälle, 203 Personen, die erfasst worden sind und nur 15 Personen, die gestorben sind. Und das ist sicher auch dadurch, dass die Leute, die neben der Piste gehen, die haben eine gute Ausbildung, bringen da jetzt recht Material mit und gehen mit Kopf in die Berge. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, kann man sagen. Ja, also von mir ist es sehr schön, dass man so einen Sport respektieren und auch weiterbringt und nicht einfach ja, kopflos in die Berge geht und eben sein Leben riskiert. Der Flo im Schnee, der schreibt uns: sehr guter Beitrag, gute Reflexionen. Den YouTube-Titel finde ich ja doch etwas überrissen. Sam, wie geht es dir mit dem YouTube-Titel? Ja, also ich tue dem Flo da total stieren. Also wirklich, das war auch mein Feedback an dich, Matthias. Total daneben von mir ist gewesen, der YouTube-Titel. Also klar, ihr braucht natürlich als Journalist immer ein bisschen Schlagwörter und alles, aber ich finde schlussendlich hat das mit dem Adrenalin und Todeslust und all dem Zeugs gar nicht zu tun, was wir da gemacht haben. Also, von mir aus gesehen, wenn du den Titel siehst, dann kommt es so rüber, als würde ich jetzt jeden Tag dem Tod face to face, also wirklich gegenüberstehen. Mhm. Und so ist das nicht. Also. Ja. Aber zwei Sachen dürfen wir schon festhalten. Also ein tödliches Restrisiko bleibt. Und wir gehen raus für irgendwie ein Feeling, nennen wir jetzt das Adrenalinkick, aber es ist sicher ein Feeling, das wir gehen aufsuchen, das wir nicht finden, eben wenn wir in Sion zusammen gehen Kaffee trinken. Und das natürlich überspitzt durch alle Spielregeln von YouTube, kommt man am Schluss zu diesem Titel. Der Outdoor World schreibt: in den Bergen, wenn ein Kollege oder so verunfällt, wird das immer abgespielt, als wäre es quasi nichts und eigentlich gar nicht so schlimm. Von mir sind auch schon Kollegen abgestürzt und auch ein Teil gestorben. Die überlebt haben, finden es gar nicht so tragisch. Wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass die Leute nicht wirklich ehrlich sind mit dem, was passiert ist? Oder hätte können passieren? Wie siehst du das, Sam? Ja gut, das ist eine sehr emotionale Frage. Also klar, wenn du Kollegen hast, die in den Bergen verunfallt sind, dann tust du das sicher nicht einfach so auf die Seite schieben. Aber wiederum tust du nicht mit dem Bergsport aufhören. Wir haben einen Kollegen verloren, den ich ab und zu mal geklettert habe damit, oder? Und schlussendlich habe ich eben ja, mit dem Bergsport auch nicht aufgehört, weil es vielleicht eben nicht direkt der beste Kollege war. Und für mich bringt einfach gleich noch
Ja, allgemein der Bergsport, die Erlebnis mehr zurück, als wenn ich jetzt sage, okay, nein, das ist für mich zu gefährlich. Ich bleibe ja, daheim. Das ist für mich keine Option. Was sicher der zweite Teil von der Frage ist, wegen der Ehrlichkeit, also wenn etwas passiert, dann sind wir vielfach als Menschen da und dir das Ganze so ein bisschen auf die Seite schieben. Also, eben, dann ist das passiert, wir versuchen das Logische rauszuholen, welcher Fehler dass die Person in den Bergen gemacht hat, oder? Wenn man einen Lawinenunfall eben, was er für Entscheidungen gemacht hat. Und dann versucht man das eigentlich sehr schnell einmal ja, in so eine Box zu nehmen und emotional auf die Seite zu tun und zu sagen, okay, das passiert mir nicht. Aber es kann eben gleich jedem passieren, wo in den Bergen unterwegs ist. Und das müssen wir auch realisieren und eben ehrlich sein, dass die Gefahr auch da ist. Der Alex schreibt, hattest du die Abfahrt bei guten Bedingungen wirklich gemacht? Das Risiko wäre doch auch so verhältnismäßig zu hoch. Also das ist, glaube ich, eine Frage an mich, weil dass sie das Sam gemacht hat, das ist diskussionslos. Er hätte ja auch in diesen Bedingungen können fahren. Ich habe das Gefühl, ich hätte die Abfahrt ganz gut können fahren, wenn eben das Verhältnis dementsprechend passt hätte. Das heisst, richtig noch ein bisschen Tiefschnee drin. Mit Tiefschnee sind halt so Gelände gerade viel einfacher zum Fahren. Das Balancieren, sage ich dem manchmal, auf den Kanten. Gerade mit dem Snowboard haben wir ja nur eine Kante. Mit dem Ski hat man immer zwei Kanten, wo man auch irgendwie den Halt findet am Berg. Das Balancieren auf einer Kante, das fällt weg. Man kann seine Turns viel einfacher einfach ziehen. Es ist nicht wie auf einer bickelharten Piste. Das grabt sich da schön rein und dämpft. Und nicht als letztes ist ein Sturz womöglich nicht ganz so fatal. Also wenn man jetzt bei diesen Bedingungen gestürzt wäre, dann ist es gut möglich, dass man nicht mehr anhalten auf dieser bickelharten Piste und Tempo aufgenommen hat. Und wenn man so im Tiefschnee stürzt, dann sind die Chancen doch sehr gut, dass das dank dem vielen Tiefschnee dämpft und abbremst und man gar nicht erst in die grosse Vorwärtsbewegung kommt und irgendwie das ganze Couloir abstürzt. Ich habe eine Frage an dich, Sam, von der Corina Klavering. Guten Tag. Wie oft muss Sam eigentlich seine Ausrüstung, Ski und Skistöcke erneuern? Ja, merci Corinna. Das ist eine gute Frage. Es kommt je nachdem auf den Winter drauf an, wie viele Steine aus meinen Ski abbekommen. Stecken, die kann ich sicher über 2, 3 Jahre haben. Aber was ist so der Range zwischen? Paar, also ich sage 5 Paar im Jahr. Genau. Und nachher klar, wenn neue Saison beginnt, also nächsten November, nehme ich einfach die alten Ski und fahre die sozusagen wie jetzt End. Bis dann halt nicht mehr wirklich funktionieren. Und dann nehme ich den neuen Ski, wenn ich wieder mehr Schnee habe, dass ich das auch ein bisschen vernünftig weiterziehen kann. Ich habe gerade noch eine numerische Frage an dich, Sam, und zwar von Fabio Flühler. Salut, mich nimmt das Wunder, wie viele Skitage der Sam pro Saison hat. Ja, für Skitag, das ist ja, eine gute Frage. Dieses Jahr sind es sicher viel weniger als sonst, weil wir einfach eine schlechte Saison hatten. Und ich würde mal so schätzen, dass dieses Jahr an die so 40 bis 45 sind und normalerweise sicher über 100, 150 so. Wir gehen weiter. Der Paul Honecker fragt: Wie soll man Hilfe holen, wenn es öfter keinen Handyempfang gibt in den Bergen? Auch eine sehr gute Frage, die ich gerne würde am Profi mit viel Erfahrung weitergeben. Also wir haben vielfach in den Bergen noch ein Garmin InReach mit. Das ist so ein kleines GPS. Genau, der Matthias hat es ja sogar da. Also wir haben das nicht nur in der Schweiz mit, sondern auf Expeditionen. Letztes Jahr in Alaska, in Pakistan haben wir das mitgehabt. Ganz einfach, das kann man verbinden mit dem Handy und du hast weltweit kannst du ein SMS uns schicken. Du brauchst Hilfe, deine Koordinaten. Und das Ding, Sam, einfach, dass man es versteht, das funktioniert über GPS. Also wenn es auch kein Handyempfang gibt. Genau, zum Verstehen, das ist wirklich ein GPS-Signal, das über Satellit geht. Und schlussendlich ohne Handyempfang ist es wirklich erreichbar von ja, überall auf der Welt. Wir haben noch eine Frage vom Wildes Pony 92.
Hey Sam, wie funktioniert die Rettungskette oder die Rettung allgemein bei entlegenen Expeditionen wie zum Beispiel in Pakistan? In der Schweiz ist ja je nach Wetterlage eine Rettung extrem schnell möglich, jedoch in größeren und ärmeren Ländern stelle ich mir das schon etwas komplizierter vor. Ja gut, also ich habe Erfahrung, einfach mal meine Erfahrung hier in Zermatt, ich bin auch bei der Rettung dabei und das, was wir in der Schweiz haben, ist absolut das höchste Level, also das höchste, was du haben kannst in der Bergrettung. Das ist mir auch schnell einmal sozusagen bewusst worden, wenn wir in Peru waren, auf einem 6000er und ein Kollege ist 150 Meter abgestürzt und wir haben eine Rettung müssen organisieren. Und die Rettungskolonne da ist einfach der da ist, also ist ein Team, hat müssen funktionieren, das ist ein Kollege vom Berg. Und weil schlussendlich konnte ich da kein Helikopter, kein Rega, kein Erzermacke holen. Das muss man sich einfach auch bewusst sein, dass wir natürlich in einer Luxusposition sind hier in der Schweiz, aber dass das überhaupt nicht irgendwie Standard ist, den man erwarten kann, rund um die Welt, oder? Das ist sicher auch ein grundlegendes Problem, das wir in der Schweiz haben, dass wir einfach meinen, wir gehen in die Berge und wir haben das Backup. Und wir sehen mehr und mehr, dass wir gegen retten hier in der Schweiz und es sind Wanderer, die einfach erschöpft sind, die gar nichts haben. Und klar, wir gehen gerne Leute retten, aber wenn es so banal wird, dass die Leute einfach kopflos in die Berge gehen, dann ist der Zweck nicht mehr erfüllt, oder? Sam, danke vielmals für die Antworten, für den Einblick, für die Vertiefung. Das war es mit dem Q&A für unsere Reportage. Wenn du weiterhin keine Berggeschichte verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal. Es lohnt sich sehr.